Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mal ein bisschen Geld gesammelt. Ich habe auch ein bisschen Diamanten gesammelt. Ich hoffe, ihr habt die letzte Folge gesehen. Falls nein, guckt euch die bitte zuerst an. Denn dann wisst ihr, was ich jetzt vorhab. Theoretisch. Ja, ich will mir gleich ein Haustier holen. Das werde ich auch gleich machen. Ich bin gespannt, wie gut so ein Haustier ist. Ob das sehr gut ist, ob das schlecht ist. Oder ob ich es wieder umtauschen möchte. Ich bin gespannt. Okay, Bäcker. Gut, die Auslage ist naja. Okay, dann gehen wir jetzt mal zum Shop. Gut, hier gibt es natürlich nur Ulfen. Wer hätte es gedacht? Aber wir kommen schneller zur anderen Seite. Was ist das? Achso, der Sternofen. Ich dachte, es wäre was Besonderes. Okay. Ich bin gespannt. Was? Kapazität 3. Okay, das ist interessant. Also 3 Kapazität in etwa. Ich guck nicht. Ich guck nicht. Ich guck nicht. Ich hoffe, es ist schon da. Ja, und? 2 Kapazität. Und es ist ein Rabbit. Im Waschmaschinen-Simulator habe ich als erstes ein Rabbit bekommen. Diesen Simulator habe ich zuerst einen Hasen bekommen. Also halt eine Hase, Englisch Rabbit. Interesting. Das ist wirklich interessant. Vielleicht weil ich Hasen habe. Könnte damit zusammenhängen. Okay, 7071. Davon sind wir nicht mehr allzu weit entfernt. Jetzt gehen wir doch nicht damit auf den Sack. So. Davon sind wir nicht mehr allzu weit entfernt. Habe ich das Pad schon, wenn... Ich könnte wetten, nein. Okay, ich habe das Pad jetzt equipped. Glaube ich, hoffe ich. Ja, habe ich. Habe ich gemacht, jawohl. Gut, ich hoffe mal, dass es keine Energieleiste hat und dass es sich dann ausruhen muss, sondern dass wir jetzt hier schön durchschuften können. Wie? Das ist ja schon mal Juti, ne? Jetzt komm, nehmen wir auch mal raus. Ja, das Pad arbeitet gut. Das Pad arbeitet aber richtig geil. Das ist richtig gut. Kann man das auch upgraden, ist jetzt die Frage. Falls ja, wäre es cool. Falls nicht, ist blöd. Oh Leute, wir kriegen langsam ein paar Probleme mit Dings. Mit Backöfen. Okay, das Pad ist extrem gut. Das ist mega gut. Ich kann nicht mal mehr Backöfen. Also nicht mehr alle Backöfen befüllen. Das ist cool. Leute, wir haben noch nicht genug. Komm, verkauf. Okay, wir haben was verkauft. Direkt einmal Teleport-Shop. Shop. Und diesen Ofen können wir uns jetzt holen. Und sind schon wieder pleite. Prima. Ich bin gespannt, wie schön der Ofen aussieht. In echt halt. Also jetzt hier. Wenn er aufgestellt ist. Sind die Öfen hier schon fertig? Jawohl, da kann das Pad schon mal arbeiten. Ja, weil es ist ja extrem krass, das Pad füllt hier gerade die Öfen alleine. Ne, also das Pad ist, also das Pad war ex, also ist extrem gut. Ja, schöne Tür.
Okay, ich weiß nicht, ob ich jetzt mitarbeiten sollte. Ja, weil es füllt halt von selbst, ne? Und sammeln ist langweilig. Ja, der Ofen sieht schon schön aus. So, dann mal wieder Geld. Oh, wir haben 500. Ich würde jetzt doch mal einen neuen Ofen holen, weil wir haben viel zu viel Kapazität. Und diese Kapazität müssen wir nutzen. Kaufen, kaufen, Hammer. Okay, dann haben wir jetzt noch mal zwei Öfen. Oh, jetzt, Leute, jetzt starten wir durch. Ich sag's euch. Das ist einfach krass, ne? Ich geh ganz kurz weg. Fast alle Öfen voll. Das ist cool. Okay, wir haben jetzt noch mal zwei Öfen. Bumm und bumm. Wir können uns die Öfen jetzt sogar noch machen. Ja moin. Ja gut, ne? Ich brauche dann jetzt ja auch kein, ne, Dings. Nix mehr zu sammeln. Das macht das Pad von alleine schon. Aber ich sammle trotzdem mal, weil ich würde gern mal den, ne, weil wir haben ja Kapazität noch. Oh Leute, in der nächsten Runde, wenn dann die Kunden da waren, dieser Kundensturm, dann wird die Auslage richtig voll sein. War das alles? Okay, da passen 8 rein. Das ist viel. Wenn man überlegt, 8, ja. 8 Platz ist gut, oder? Mein Gott, das Pad ist einfach schon komplett durch. Das hat halt, das ist gerade halt eben wirklich hier beim letzten Ofen. Gut, einen Ofen habe ich ja voll gemacht. Oh, wir haben schon wieder 22. Das ist gut. Leute, nächstes Pad sehe ich schon kommen. Ich freue mich schon. Leute, kriegen wir jetzt wirklich Ofenprobleme? Wir haben immer noch Ofenprobleme. Also die Öfen hier hinten kriegt das Pad, glaube nicht voll, weil dann halt hier vorne die zuerst fertig sind und ich die dann ausräume, weil ich so gemein bin. Leute, wir haben fast die Auslage voll. Okay, das ist krass. Also Pet, beste Investition. Tiere sind immer gut. Nicht nur als Sklaven. So. Also, ich weiß ja nicht, aber das Pet. Ja gut, kriegt. Ich weiß nicht, kriegt das Pet Geld oder keine Ahnung, irgendwas, was Tiere halt so wollen. So, jetzt ist die Auslage voll. Jetzt überfüllen wir die mal. Hui. Okay, wie viel werden wir zusammenkriegen? Da kommen die Kunden. Alter Schwede. Es ist sogar was übrig geblieben. Wie geil ist das denn? Es ist sogar was übrig geblieben. Okay, also ich bin gerade wirklich eigentlich nur mit Ausräumen beschäftigt. Was anderes ist hier nicht mehr. Lol. Leute, ich hol noch einen Ofen, weil einfach weil wir es können. Zweitausend.
Komm, ein Verkauf, ein Sell bitte. Bitte, 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 bitte. Geht's wirklich? Nee, wegen ein. Komm, komm, eins, ein Coin, bitte, 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 bitte. Los, komm, go, let's, nicht morgen. Ja, gut, der ist auch gut. Hoffe ich. So. Achso, das Pad arbeitet ja jetzt nicht mehr. Oder hat es alle Öfen voll? Jetzt echt krass, wenn es wirklich alle Öfen voll wären. Nee. Hier, Schlamp. Also. Ne? Inkompetent. Spaß, das Pad ist wirklich kompetent. Okay, nächster Ofen. Im Retro-Style. Und aber wieder ein Ofen mehr. Okay, ich sammle auch mal weiter. Weil so langsam haben wir ja genug Öfen. Backöfen. Gut, das Pad ist halt auch extrem schnell, ne? Also das Pad ist wirklich besser als ich. Das muss ich leider sagen. Ich muss da jetzt leider was zugeben. Das ist traurig. Also ich weiß nicht, ob ich das einfach so hinnehmen kann, dass das Tier besser ist als ich. Naja. Werde ich mein Zeug überhaupt noch los? Warum backt denn der Ofen nicht? Oh, ey, das ist doch schlimm. Schlimm mit den Öfen, echt. Öfen sind schlimm. Guck, der backt nicht. Der Backofen ist kaputt. Kann die mal bitte jemand reparieren? Alter, wie viel haben wir jetzt? Ui, sehr viel. Okay, also wir produzieren jetzt deutlich mehr. Was natürlich auch dafür sorgt, dass wir auch deutlich schneller das nächste Tier holen können. Aber wir können ja nur eins equippen, deswegen gut, ne? Ja, das nächste Tier ist dann halt nicht so heftig. Ist jetzt natürlich blöd. Aber naja. Okay, ich sammle auch mal wieder. Das Problem, wenn man nicht weiß, wo man sein Zeug reintun soll. Ui, da hat es gerade ganz schön gehangen. Ah, weil die Kunden wieder hier sind, ja, und das sind ja jetzt auch deutlich mehr. Ein Cupcake wurde, glaube ich, zurückgelassen. Und der eine Ofen spinnt. Oh, muss ich da hier einmal draufklicken? Der Ofen ist kaputt, wirklich. Ja, vielleicht wenn ich das nächste Mal joine, geht er dann wieder. Solange haben wir jetzt einen Ofen weniger. Du bist inkompetent. So, jetzt habe ich es dem Ofen aber gegeben. Ich dampfe. Naja. Jetzt dampfe ich nicht mehr. Okay, inzwischen kann ich auch wieder sammeln. Auch schön. Ich darf wieder sammeln. Yay!
Freude, Glück. Wobei Glück, mit Glück hat es nicht viel zu tun. Sammelt doch, okay, war ein Bug. Ich habe schon wieder 3000 Leute, das schreit nach, richtig, dem nächsten Ofen. Aber ich warte noch mal, bis hier die Kunden alle wieder da waren und dann holen wir uns den nächsten Ofen. Kann man hier drauf? Ja. Also das Tier ist extrem gut, ne? Muss ich schon sagen. Habe ich zwar schon 1000 Mal, aber es stimmt. Wenn etwas stimmt, dann kann man das auch mal, dann kann man das auch mal ruhig sagen. In 40 Sekunden kommen hier die Kunden. Yay! Und dann werde ich reich. Jawohl, 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 jawohl. Oh, 5000 schon. Oh, da kommt das Geld rein. Da kommt das Geld rein. Ich gehe kurz mal wohin. So. Nehmen den. Jawohl. Okay, da haben wir wieder schön geschoppt. Ah, natürlich das Tier, also der Hase hat jetzt auch die Arbeitsstelle verlassen. Okay, gehen wir schön weiterarbeiten. So, ist hier irgendwie was fertig? Ja, ganz viele Öfen sind fertig. Kann man sich so gar nicht vorstellen. Hoho, das war viel. Okay, dann Bäckerei, Edith. So. Den kurz weg. So. Basic darf wieder dahin. Und der darf da hinten hin. So. Perfekto. Gut, dann sollte der Basic-Ofen jetzt wieder funktionieren. Hoffentlich. So. Okay, ich habe schon wieder 1,5k. So schnell macht man Geld mit einer Bäckerei.
Warum ist die Schriftart hier überhaupt anders als bei dem und bei dem? Und da ist die Schrift, ist die hier anders? Nö. Kann das sein, dass bei den Feueröfen die Schriftarten anders sind? Ja. Ja, sind sie. Okay. So, okay. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne den Kanal, wenn euch dieser Kanal gefällt und ihr mich unterstützen wollt. Und schreibt gerne in die Kommentare Vorschläge für Videos. Ja, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.